Ab Herbst 2017 bekommt jeder steirische Haushalt einen intelligenten Stromzähler, einen sogenannten Smart Meter. Damit wird nicht nur ein europaweiter gesetzlicher Auftrag erfüllt, die Kunden können damit ihren persönlichen Energieverbrauch auch leichter kontrollieren und senken. Unter der Führung der Energie Steiermark und ihres Tochterunternehmens Energienetze Steiermark haben sich 30 steirische Energieunternehmen gemeinsam zu einer Kooperationspartnerschaft zusammengeschlossen, um dieses Großprojekt, das mehr als 3 Jahre laufen wird, umzusetzen. Diese Unternehmen decken 90% der weiß-grünen Haushalte ab. Beim alten Stromzähler ist es so, dass einmal im Jahr oder spätestens alle 3 Jahre ein Vertreter des lokalen Netzbetreibers vorbeigekommen ist, den Zählerstand abzulesen, und sie haben dann jedes Jahr eine Stromrechnung bekommen. Aber nicht so, wie es jetzt im Mobilfunkbereich schon seit Jahren üblich ist, eine monatliche Information oder eine monatliche Abrechnung. Und das kann sich jetzt durch den Smart Meter ändern. Ja. Sie bekommen hier jeden Tag den Verbrauchswert übermittelt auf ein Webportal, können sich das anschauen, können so auch kurzfristig ihren Stromverbrauch kontrollieren, Stromfresser, Standby-Geräte eruieren und haben so einfach eine übersichtlichere Darstellung und kurzfristigere Darstellung ihres Stromverbrauchs. Und des Weiteren ist es natürlich die Basis für den sogenannten smarten Haushalt. Wenn Sie heute in Elektromärkte gehen oder so, man kann ja alles mittlerweile fast schon via App, via Smartphone steuern, die Poolpumpe, den Geschirrspüler, die Waschmaschine, und das ist eigentlich die Basis, um quasi diese Technologie auch in den Haushalt bringen zu können. Die Kooperationspartnerschaft der 30 steirischen Energieunternehmen sichert mehr als 200 Arbeitsplätze und der Lieferauftrag der Smart Meter wurde bereits vergeben. Ein Volumen von mehr als 250 Millionen Euro, dessen Wertschöpfung zu einem großen Teil in die steirische Wirtschaft fließt. Na, wir als Stadtwerke haben in der Regel auch Gewerbebetriebe, das heißt in unserem Fall Elektroinstallationen, und mit dem Einbau eines Smart Meter ist doch also eine komplexe Installation auch verbunden. Die werden unsere Fachkräfte, unsere Monteure machen in den nächsten 3-4 Jahren, das heißt regionale Wertschöpfung in unseren Netzgebieten, aber vielleicht auch als Dienstleister für die Energiesteiermark.